Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal White Ghost IP. Ich bin heute ein bisschen erkältet, aber das soll es heute nicht gehen. Und zwar geht es heute um den Iconic Skin. Und zwar, es ist noch wirklich viel unschlüssig mit dem Iconic Skin, was jetzt damit los ist. Aber ich habe sehr viel recherchiert, also auf dem Handy, ja, man kennt's. Und da kann man ja auch recherchieren, ist auch eigentlich kein Problem. Und zwar, ja, Digga, ich muss mal auf meinen Ton leiser machen, Alter. Lol. Und naja, heute geht es um den Iconic Skin. Und ist auch wirklich unschlüssig, was mit dem jetzt ist, ne? Und ich werde heute das erklären, was ich jetzt wirklich für realistisch halte. Und was ich auch denke, was zutreffen wird. Und zwar, ich bin mir bei dem Punkt jetzt nicht wirklich ganz sicher, ob es jetzt beim Handy im Shop ist. Also logge ich euch über das Handy ein, egal wo, bei Epic oder so, PlayStation oder was weiß ich, Xbox oder was weiß ich, weil ich kann meinen Account nur bei App, also über PlayStation anmelden, ne? Vielleicht mache ich doch ein bisschen Spiele tun lauter, sonst ist das Video vielleicht ein bisschen lang, scheiße, ohne Musik so. Und naja. Also entweder ist es im Shop, hier im V-Box Store. Hier ist dann nochmal hier. Also ich mache jetzt mit der Maus, ist ein bisschen besser. Dann ist hier entweder noch der Iconic Skin auf dem Handy. Oder ich spiele einfach nur 3 Runden hier, Gruppenkeil oder Solo oder was weiß ich, ne? Egal was für 3 Runden, also dasselbe wie beim Galaxy Skin. Da bin ich noch nicht sicher. Also Leute, er sollte eigentlich gestern schon raus sein. Aber er ist nicht rausgekommen, weil noch irgend so ein Fehler war. Weil Epic Games auch nicht möchte, dass jetzt viele den Code einfach so bekommen, also zum Beispiel wie beim Honor Guard Skin, der ist ja gecancelt worden, das heißt, es wird kein Honor Guard Skin geben, der wurde gecancelt. Und naja, und jetzt schon wieder zum nächsten Punkt, also das wird ein etwas kürzeres Video. Zum letzten Punkt ist nochmal, der ist so teuer. Also das ist wirklich so teuer, dass das wirklich einer der seltensten Skins in Fortnite werden könnte. Ich sage könnte, weil ich denke nicht wirklich, dass das der seltenste Skin in Fortnite wird. Aber naja, also wenn ich ihn bekomme, also ich hoffe mal, dass ich ihn bekomme, weil ja, vielleicht wissen es schon einige von euch. Aber naja, das ist meine, ja, mein Vater, also ich habe auch den Galaxy Skin, mein Vater hat ja das, 9. Er arbeitet ja da, wo man Handys bekommt. Und naja. So bin ich jetzt wirklich 1250 € ausgegeben für so einen Skin, Alter. Nee. Dann lieber so, ne? Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, ne? Beim Galaxy Skin war es etwas ganz anderes. Ja, Digga. Meine Stimme ist super gut. Kappa. Naja, ich muss schauen. Vielleicht wird später nochmal ein Video, wo ich einfach nur EP Level oder noch mal ein bisschen labern kommen, oder es wird halt einfach nur noch ein Stream werden, aber ich denke nicht, dass ein Stream wird. Also ich sage noch mal wirklich sorry, weil ich wollte ja noch mal Samstag arbeiten, also Samstag um also Sonntag 0 Uhr, ne, wo ich schon ein Video machen, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil ich einfach zu müde war. Hoffe, ja, ihr könnt mich da verstehen. Eigentlich müsstet ihr mich da verstehen können, aber ja. Naja, er ist so teuer, er könnte der seltenste Skin in Fortnite werden. Natürlich unter Renegade Trader, ne? Renegade Trader ist halt immer noch der seltenste. Man kennt's. Aber naja. Eine Sekunde, ich muss mal kurz überlegen. Und ja, ich bin wieder da. Ja. Ihr könnt wirklich der seltenste Skin Fortnite werden. Und das war's schon mit dem Thema dieses Video. Also von diesem Video. Also entweder nochmal kurz zusammengefasst, er könnte der seltenste Skin Fortnite werden.
und wie man ihn bekommen kann. Entweder du loggst dich bei dem Handy ein und er ist hier im Shop. Also ab den 16. Leute, ab den 16. ist er verfügbar. Eigentlich, wenn jetzt nicht noch so ein dummer Fehler noch kommt, ne? Dann müsste er eigentlich hier verfügbar sein, hier auf der Seite. Oder man spielt halt einfach 3 Runden jetzt schon oder so. Oder da. Also an oder den 16. spielt man 3 Runden. Oder jetzt schon. Keine Ahnung, ob man ihn jetzt schon. Oh lol. Ich bin Stufe 31 und hier Level 31. Ja moin. Man kennt's. Nein. Entweder so oder so. Ich werde ihn bekommen. Also ich hoffe mal und ich denke nicht, dass ich es im nächsten Video habe, das Set von ihm. Ich denke nicht. Aber naja. Ich denke wirklich nicht, weil in der Woche wird ein neues Video kommen. Also, könnt ihr schon gespannt sein. Ich weiß nicht wann. Aber es wird auf jeden Fall ein neues Video kommen. Und kann doch ruhig in die Kommentare schreiben. Oh lol, mein Controller ist fast gefallen. Kann auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es besser findet, also meine Stimme so oder wie ihr früher gefunden habt, oder möchtet ihr auch noch mal ein anderes Thema, zum Beispiel nicht Fortnite oder so, zum Beispiel ein anderes Spiel, zum Beispiel ich habe auch noch Apex Legends, Wii Royale und so weiter, habe ich auch noch alles, oder vielleicht wieder mal wieder Brawl Stars, ich kann wirklich alles machen. Alles für die Klicks, Kappa. Ah, nein, wirklich, ich kann wirklich alles machen. Weil ich möchte nicht immer nur Fortnite machen, weil ja, ich kann es verstehen, dass das auch irgendwann mal langweilig wird. So, und naja. Das war es eigentlich auch schon mit dem Thema dieses Video, von diesem Video. Genau. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Oder was weiß ich, Montag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, also ich bin dumm, Alter. Es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Ich bin auch so ein dummer Bube, Alter. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Guten Montag nochmal und ich hoffe, ja. Ich bin nicht zu viel Fortnite. Zum Beispiel, wenn mein Freund schon wieder Level 60. Ich bin nicht zu viel Fortnite. Lerne noch ein bisschen für die Schule. Ja, ich mach's auch nicht wirklich gerne, aber man muss, ne? Schule geht vor. Naja, ich möchte nicht weiter um den heißen Brei reden. Das war's schon mit diesem Video und naja, bis zum nächsten Video.